Ja, Anjoua hat nicht wahnsinnig viele Chancen gehabt, aber die Chancen, die sie hatten, die Anjoua, die waren gut gewesen, vor allem im dritten Drittel. Da kann man schon fast sagen, hat Anjoua mehr vom Spiel gehabt als phasenweise Genf. Das hat schon ein bisschen verblüfft. Also ein Moment. Ja, definitiv. Sie haben schon mal so ein Spiel gehabt, kürzlich gegen Lausanne daheim, wo sie auch kurz vor Schluss richtig Druck können machen. Und ich glaube, das muss im Moment das Rezept sein von Anjoua. Sie wissen, sie sind qualitativ nicht konkurrenzfähig mit den anderen Teams. So lange wie möglich dranbleiben, auf einen grossartigen Team Wolf im Goal hoffen und nachher am Schluss vielleicht noch zuschlagen. Am Schluss vielleicht noch zuschauen. Ist noch heute nicht gelungen, aber komm, wir rauen das Spiel doch noch mal auf. Für A im ersten Drittel. Für A mit dem ersten Goal von der Partie. Ja, da guter Angriff off the rush. Mit einem Scheibengewinn in der neutralen Zone, wo es dann schnell in die andere Richtung geht. Genau eine Stärke von Genf und der Pulio mit einem schönen Abschluss. Da ist der Team Wolf machtlos gewesen. Marc-Antoine Bouliot hat hier das 1-0 geschossen für Genf. Das war schon die Phase, eigentlich das erste Drittel, wo wir primär Genf spielen. Da hat wirklich auch schon einfach mit allen Mitteln probiert, dagegen zu haben. Ja, ich glaube auch, dass man gut gesehen hat, dass Genf jetzt auch zweimal hintereinander verloren hat. Sie haben aber trotzdem auch gewusst, dass es in Pruntrut nicht einfach wird. Auch schon daheim doch mit den Fans, mit der Kampfkraft immer gefährlich. Und sind darum auch so aus der Garderobe gekommen, wie sie eben aus der Garderobe gekommen sind. Das hat man gut gesehen im ersten Drittel. Ja, drückende Überlegenheit war das gewesen. Sie haben es aber nicht können in mehr Goal ummünzen, Genfer. Und so ist der Ausgleich gekommen für Anjoua. Ja, genau. Auch da off the rush sehr schön mitgegangen. Da der Bui als Verteidiger genau richtig gemacht, so wie man Offensive kann kreieren, wenn der Verteidiger auch mitgeht. Sehr einfach aus der eigenen Zone kommen mit zwei Chips über die Bande und dann der Bui, der mitläuft, wo da noch eine Genf verwutscht in der Defensive. 27. Minute, wunderbares Goal von Bastien Bui, er mit seinem ersten Saisontreffer. Und da ist wie so ein Moment, hat man die ganze Energie eigentlich gespürt in dieser Raiffeisen Arena. Ja, da ist es gerade laut geworden, einen Moment lang. Und das war natürlich jetzt immer so gewesen, wenn Anjoua hätte Goal schiessen können. Da tragen es die Fans tatsächlich. Die sind da in guten und in schlechten Zeiten dort. Aber es war eben auch ein Weckruf gewesen eigentlich für die Genfer, weil die Genfer, die haben eine Antwort parat gehabt auf den Ausgleich. Ja, da das dritte Mal etwas, wo eigentlich off the rush entsteht. Zuerst noch hinter das Goal und dann einfach mal die Scheibe richtig Goal gebracht. Unübersichtliche Situation unter Antonietti, wo er am schnellsten reagiert. Anjoua da sicher defensiv nicht ganz auf der Höhe, respektive eben die Scheibe nicht gefunden, obwohl das eigentlich genug Leute gehabt hätten in der gefährlichen Zone vor dem Goal. Alex, ein Klass vielleicht nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerade am Sonntag haben wir viele Leute, die nicht ganz so tief im Hockey innen sind, wenn du sagst, auf der Rasch. Off the rush ist eigentlich ein auf Deutsch ein Direktangriff. Ist so definiert, dass wenn man über die blaue Linie, über die offensive blaue Linie kommt und innerhalb 5 Sekunden zum Abschluss kommt, zählt das als off the rush Angriff. Und auch alle nachfolgenden Aktionen, also die Rebounds, gehören noch zu dem Angriff. Und das ist jetzt besonders bei Genf Stärke, wo es off the rush eben wirklich sehr gut sind. Das hat man heute diverse Mal gesehen. Dass sie da ganz, ganz schnell den Angriff lancieren eigentlich. Und nachher hat der Philipp Béchan, und das gefällt mir, hat all in gesetzt, hat gesagt, was nützt uns eine Niederlage mit einem Goal Unterschied, hat den Goalie rausgenommen, der Tim Wolf. Und der ist zuerst der empty Netter gekommen von Marc-Antoine Bouliot, was ich Doppeltorschütz darf nennen heute Morgen. Und dann hat es eben noch einen zweiten gegeben, weil Philipp Béchan hat gerade noch einen, ist der Tim Wolf rausgenommen. Der ist nämlich auch noch zu 4-1 gekommen, in 59. Minute durch Noah Roth. Aber aus deiner Sicht, Alex, die einzige richtige Situation aus Anjoua-Sicht, oder wie schätzt du das ein?
Ja, man, da kann man immer diskutieren, ob man vielleicht noch hätte sollen warten einen Moment, ob es zu früh war, ob man jetzt ein Timeout nehmen und so weiter. Aber es hat schon mal funktioniert, bei dem Spiel gegen Lausanne, 6 gegen 5, wo das Goal eben kurz vor Schluss noch gelungen ist, der Ausgleich. Und darum, glaube auch, durchaus, er hat gemerkt, die letzten paar Minuten, Ajo hat gedrückt, hat sehr viele gute Chancen gehabt und hat das Momentum wollen nutzen und hat das Bulli in der Offensivzone eben nutzen, für einen sechsten Feldspieler können, aufs Feld bringen. Geändert hat es jetzt letztlich in der 11. Niederlage, schon ganz, ganz lang her, wo Ajoa hat können gewinnen. Wie sehr ist in dieser Situation der Trainer jetzt gefragt, auch als Motivator? Ja, ich glaube sehr. Nicht nur der Trainer, sondern auch sämtliche Leader im Team, dass die sich nicht fallen lassen. Sie sind jetzt in dieser Negativspirale drin. Sie haben über einen Monat lang kein Spiel mehr gewonnen. Das ist hart, besonders noch in dieser Jahreszeit. November, Dezember ist allgemein einfach ein Plätschern so ein bisschen daher. Man wartet dann auf die entscheidende Phase in der Meisterschaft und da sind sie gefordert. Und ich glaube, bei dem Spiel heute können durchaus auch positive Sachen rausnehmen. Nämlich, sie haben lang dagegen gehabt, sie haben sich gewehrt, sie sind extrem lang nah dran gewesen und am Schluss hat nicht viel gefehlt für den Ausgleich. Am Schluss hat nicht viel gefehlt für den Ausgleich von Ajoa, aber als Sieger vom Eis geht halt eben Genf Servette und wir hören unsere Reaktion an auf Genfer Seite. Wir hören der Alessio Bertaccia. Alessio Bertaccia nach 2 Niederlagenserie zum Siegen zurückgefunden. Gratulieren. Aber es war ein Stück Arbeit auswärts beim Tabellenletzten. Ja, wir wissen ganz genau, dass Ajoa eine gute Mannschaft ist. Vor allem die Heim. Sie haben ein gutes Team und das müssen wir immer respektieren. Ich glaube, sie haben auch ein super Match gespielt. Aber haben wir auch Glück gehabt, dass wir auch einen guten Match gespielt haben. Und eben auch auf die Eufi im Kader drauf an. Ihr mit eurer vierten Linie seid beim Game-Winner auf dem Eis gestanden. Ist das auch der Moment, wo ihr als vierte Linie auch spürt, jetzt ist unsere Zeit eben gerade auch schon auswärts? Ja, ich glaube, der Wechsel vorher ist ein bisschen blöd gegangen. Wir haben das Goal kassiert. Da haben wir uns gesagt auf der Bank, ja gut, können wir versuchen, das Goal zurückzuholen. Die ganze Zeit einen guten Job gemacht vor dem Goal. Und dann glaubst du, Benji hat sie einfach rein da. Und das ist sehr wichtig für uns. Aber es ist auch wichtig, dass wir auch defensiv alle als Team gut spielen, damit dann das Offensiv ein bisschen einfacher sein und ein bisschen lustiger. Gratuliere, danke schön. Danke vielmals. Ciao zusammen. Der Benji Antonietti, quasi der Benjamin Antonietti, der dann sagt, jetzt hast, wenn wir nochmal zu Ajoa gumpen, du hast gesagt, man muss sich an den kleinen Sachen aufrichten, das, was sie heute so oben gut gemacht haben. Und eins, der hervorragend war, respektive ein Spieler, der hervorragend war, trotz Niederlage, ist der Goalie von Ajoa, der Tim Wolf. Und auch ihn hören wir jetzt im Interview. Tim Wolf, ich kann leider nicht zum Sieg oder zum Punktgewinn gratulieren, aber zu eurer Leistung. Fangquote von 94,87% und gleich hat es nicht gelangt. Das muss bitter sein. Ja, bitter. Schlussendlich, es ist immer blöd, wenn man verliert. Ich glaube, wir haben heute einen sehr guten Match gehabt, wir haben gekämpft. Wir sind einfach nicht effizient gewesen, haben unsere Chancen nicht genutzt und dann bringt es auch nicht viel, wenn man nur 2 Goal bekommt. Aber gut gespielt, beherzt gespielt, offensiv gespielt, auch immer noch. Der Vergleich rein von den Zahlen zur letzten Saison ist zwar da, aber meine Frage ist mehr, was ist gleich und was ist eben anders zu dieser Niederlagsserie von letzter Saison? Ja, ich glaube, wenn man unsere Spiele ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass man sehr, sehr viele Spiele eigentlich nur mit einem Goal Unterschied gewinnt. Klar, heute ist es 4-1 geworden, aber schlussendlich ist es 2-1 gewesen und nachher haben wir es einfach noch versucht. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind näher dran, wir sind näher an den Mannschaften, aber es fehlt einfach noch das Quäntchen, das Spezielle, dass wir so einen Match noch kehren oder ausgleichen oder mal glücklicherweise gewinnen und das haben wir im Moment nicht. Aber gratuliere zu eurer Leistung, danke vielmals. Merci mal. Ja, der Tim Wolf hat heute eine sensationelle Leistung gezeigt. Jetzt haben wir gesagt, Ajoa, da haben die Fans das Herz quasi noch am rechten Fleck. Die sind immer Fan, ob die Mannschaft verliert oder gewinnt. Jetzt ist das heute aber schon die 11. Niederlage hintereinander. Und darum nimmt es mir zu Wunder, Andreas Hagmann, unserem Reporter vor Ort. Sind jetzt in diesem Festzelt, wo immer Party ist, trotzdem noch Leute anwesend?
Am Ende geht es aus, wie das letzte Stimme für HCA schon, mit einer Niederlage. Im Stadion zumindest kann man sagen, ist trotzdem einigermaßen Party gewesen, auch dort rum. Im Zelt innen zwar, jetzt halt, weil es um die Gabe ist, nicht so viele Leute, aber die Leute bleiben noch geschenkt da, trinken noch etwas, essen noch ganz kurz etwas. Und, ja, das ist jetzt halt ganz ein provisorisches Zelt. Normalerweise wären nach dem Spiel auch die Spieler noch im Zelt und würden dort essen. Aber weil das Zelt hier nicht fix ist, du bist momentan in der Garderobe essen. Das ist etwas Spezielles grundsätzlich, wenn die Spieler mal hier durchlaufen. Und zwar werden meistens eigentlich immer Glück gewünscht, auch wenn sie verloren haben. Auch heute haben sie gut gekämpft. Also, man sieht jetzt eigentlich nicht grundsätzlich unzufriedene Gesichter. Es war wieder einmal ein schönes Fest beim HCA schon. Ein Hockeyfest trotz Niederlage. Und dass die Fans eben traditionsgemäß nach dem Match noch in das Festzelt essen, kennst du das noch von einem anderen Club? Sagt mir jetzt gerade nichts, nein, aber ich finde es besonders cool auch und kannst gut will schaffen, wenn eben die Mannschaft gleich auch noch dorthin geht und sie merken es wahrscheinlich auch, sie werden nicht von links und rechts blöd angezündet, sondern ganz im Gegenteil, sie spüren den Support und darum haben sie auch die Nähe zu den Fans und kriegen dann im Gegenzug auch stetig den Support. Mhm. Support trotz 11 Niederlagen hintereinander. Unser Sonntagsspiel, das endet also mit einem 1-4 zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellenersten. Wir machen nochmal Werbung und nachher schauen wir auf die beiden Matches, die heute am Nachmittag gespielt worden sind. Das ist die erste Partie vom Nachmittag, die wir jetzt anschauen wollen. Das ist das Duell zwischen der Rapperswil Jona Lakers und Kloten. Das Duell von zwei Mannschaften, die gestern oben beide verloren haben. Aber das Heimteam, das hat heute auf besonders viel Unterstützung können zählen. Die Lakers können heute auf große und kleine Unterstützung zählen. Das erste von zwei Family Games in dieser Saison sorgt für eine tolle Atmosphäre in der St. Galler Kantonalbank Arena beim dritten Saisonduell zwischen den Lakers und Kloten. Das Heimteam startet animiert in diese Partie und kommt schon früh zu einem Powerplay. Die letzten Sekunden laufen. Schröder auf Albrecht. Und dann kommt Lindemann von der Strafbank zurück, wird von Noro gefoult. Penalty für die Gäste. Arthur Ruotsalainen im Duell gegen Melvin Niefeler, der heute wieder das Tor hütet. Der Finne scheitert, obwohl er fast alles richtig macht. Die Gäste bleiben aber dran, setzen immer wieder Nadelstiche und können die Lakers Defensive beschäftigen. Rheinbacher, Losli, Tor! Er trifft in der 8. Spielminute und bringt die Zürcher mit 1-0 in Führung. Die Lakers können sich nicht befreien und Melvin Niefeler zum ersten Mal bezwungen. Die bisherigen zwei Saisonduelle konnten die Lakers für sich entscheiden und versuchen gleich zu reagieren. Wardu, Jeremy Wick und dann geht's blitzschnell. Lukas Ekestal-Jonsson und der trifft mit einem satten Handgelenkschuss zum 2-0. Nur gerade 40 Sekunden nach dem ersten Treffer können die Gäste die Führung ausbauen. Und was machen die Lakers? Sie spielen weiterhin ihr Puck-Possession-Hockey und kommen kurz vor Ende des Startdrittels zu einem Powerplay. Noro, Tyler Moy. Und der Topscorer der Lakers mit dem Anschlusstreffer. Für Moy ist es bereits Saisontor Nummer 14. Juha Metsola ohne Abwehrchance. Trotz Family Day halten sich die Spieler nicht wirklich zurück. Nodari mit dem Wischer im Gesicht von Eckenberger. Die Lakers können kurz vor Spielhälfte im Powerplay antreten. Die Scheibe läuft gut. Albrecht, Moy und der bringt den Puck nicht aufs Tor. Die beste Möglichkeit in diesem Überzahlspiel für die Lakers. Gegen Ende des Mittelabschnitts ein offensives Lebenszeichen der Klotner bei 4 gegen 4 Feldspielern. David Rheinbacher.
Scheibe kommt zu Marc Marchand, Eric Fey. Klasse Tor des Aufsteigers. Alle vier Klotner haben die Scheibe berührt und die Lakers richtig gehend ausgespielt. Nach 40 Minuten führt der Aufsteiger mit 3:1. Die Startphase in Drittel Nummer 3 verläuft ausgeglichen bis in die 44. Spielminute. Wieder ein Off-the-Rush-Angriff der Gäste mit Ruotsalainen. Zuckerpass auf Altonen und Niefeller hält mit dieser Rettungstat seine Mannschaft im Spiel. In der 48. Spielminute drücken die Lakers auf den Ausgleich. Noro mit dem schönen Zuspiel auf Döner. Er scheitert im 1-gegen-1-Duell an Juha Metsola. In der Schlussphase versuchen die Lakers mit einem zusätzlichen Feldspieler den Anschlusstreffer zu realisieren. Doch am Ende ist es ein Empty Netter von Jonathan Eng, der die Partie entscheidet. Die Lakers mit der zweiten Niederlage des Wochenendes. Für Kloten gibt's nach der Heimniederlage gestern heute den insgesamt 5. Auswärtssieg der Saison. Wenn ich jetzt sogar Kloten sehe, Alex, wir haben vorher ganz oben über Aschua geredet, über einen letztjährigen Aufsteiger. Und jetzt Kloten schon mit dem nächsten Sieg eigentlich. Wie sehr beeindrucken die Klotener? Beeindrucken mich sehr, vor allem die Lernkurve, die es zeigen. Anfang der Saison mussten sie ein paar wirklich richtig hohe Niederlagen einstecken. Aber sie haben extrem schnell gelernt, extrem schnell angepasst und nutzen die Spiele, wo sie wirklich gute Leistungen zeigen und Chancen sehen, zum Punkt holen, nutzen sie und holen dann die Punkte auch. Also wirklich beeindruckend, die Lernkurve von Kloten. Kloten gewinnt also in Davos mit 4:1. Gehen wir zum nächsten Nachmittagsmatch, respektive gewinnt nicht in Davos oben. Das ist schon, bin ich schon einen Schritt weiter gewesen. Sie gewinnen gegen die Lakers. Jetzt gehen wir auf Davos rauf. Dort sind heute am Nachmittag ZSC Lions zu Gast gewesen. Und das war ein Spiel, wo beide Mannschaften in besonderen Liebli antreten sind. Es war nämlich ein Charity-Game gewesen. Und die Liebli, die sind im Anschluss an die Partie versteigert worden zugunsten vom Verein Herzforschung Schweiz. Definitiv eine gute Sache. Eins von 100 Neugeborenen kommt mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Also, beide Teams in besonderen Liebli, beide Teams schon gestern oben im Einsatz gestanden und darum hat es in diesem Back-to-Back-Spiel in der Mannschaft jeweils einen Rossschaden gegeben auf der Position des Goalie. Shil Sen kommt gegen die ZSC Lions zu seinem 7. Start. Zuletzt stand er am Dienstag gegen Biel im Tor und feierte beim 3:0 seinen ersten Shutout der Saison. Bei den Gästen startet Ludovic Weber. Für ihn ist es Saisonspiel Nummer 8 von Beginn an. Die Lions haben schon früh in der Partie eine 2-Minuten-Strafe schadlos überstanden. Nach einer ausgeglichenen Startphase lancieren die Davoser diesen Angriff. Simon Knack scheitert an Weber, Davos bleibt aber dran. Wieser bringt die Scheibe vors Tor. Und dann ist sie drin. Raphael Prassel ist der erste Torschütze des Nachmittags. Er trifft gegen seinen Ausbildungsklub. Es ist sein 5. Saisontor. Die Lions versuchen zu reagieren. Garrett Rowe, der neu ins Line-up gerutscht ist, überlässt Andri Ghetto. Der Abschluss von Justin Acevedo erscheitert. Noch einmal Garrett Rowe. Sein Abpraller, der wird verwertet von Justin Acevedo. Der Ausgleich für die Gäste. Es läuft die 16. Spielminute. Die Lions kommen bissig aus der Kabine, kurz nach Wiederanpfiff dieser Angriff. Und Lukas Wallmark trifft nach einem schönen Pass von Texier nur die Latte.
Wir springen in die 31. Minute. Die Lions haben jetzt den Tritt gefunden. Die Scheibe kommt zu Gehring. Und dann ist Sen geschlagen. Aus dem Nichts taucht Chris Baltisberger auf. Er zielt seinen zweiten Saisontreffer. Schon das erste Tor erzielte der Zürcher gegen den HCD. Davos versucht gleich zu reagieren und läuft prompt in den nächsten Konter. Diem auf Bodenmann und der serviert die Scheibe pfannenfertig für Dennis Hollenstein. Der ZSC in der 34. Minute erstmals mit 2 Toren in Führung. Der HCD kämpft, will sich irgendwie in diese Partie reinbeißen. Dahlbeck von der blauen Linie. Nussbaumer mit dem Zuckerpass, aber Dennis Rasmussen wird von Christian Marti in Schach gehalten. Die letzte Chance des Drittels gehört dann wieder den Lions. Fora verliert die Scheibe, Hollenstein auf Bodenmann und der verpasst in der letzten Minute des Mitteldrittels das 4:1. Die Davoser machen sich im dritten Drittel zeitweise das Leben selber schwer. Egli mit dem Scheibenverlust an Texier. Doch dieser scheitert am hervorragend aufgelegten Schilsen. Nicht nur auf dem Eis geht's heiß zu und her. Chris Baltisberger und Andres Ambühl im verbalen Infight. Kurz vor Schluss verlässt Schilsen das Eis und Davos mit dem Mute der Verzweiflung. Stransky verliert die Scheibe allerdings an Lamico und der mit dem 4. ZSC-Tor des Nachmittags. Weil Texier auf der Strafbank sitzt, geht dieser Treffer als Shorthander in die Statistik ein. Die Lions können auf die erste Heimniederlage in der Swiss Life Arena reagieren und gewinnen im ausverkauften Eisstadion in Davos mit 4:1. Und für den HCD setzt es nach 4 Siegen in Serie wieder einmal eine Niederlage ab. Ja, und 4:1, das ist definitiv das Resultat von diesem Sonntag. Alle 3 Partien, die heute gesehen sind, enden 1:4 oder 4:1, nein, sogar alle 1:4. Es hat alles auswärts gegeben. Und ich schlage vor, wir schauen uns mal an, was die Resultate für Auswirkungen haben auf die Abbauen. So sieht die aus. Genf mit 6 Punkten Vorsprung nach wie vor an der Tabellenspitze. ZSC Lions dritt. Wenn man aber schaut nach Punktenschritten, dann wären die eigentlich schon auf Platz 2. Und ganz eng ist es dort zwischen den 5 Platzierten. Zuger mit den Lakers Bern und Gottero. Da haben wir 4 Teams. Alle nur gerade getrennt durch einen einzigen Punkt. Und dann gibt es noch eine einzige Rangverschiebung. Die gibt es zwischen den Lakers, respektive nein, zwischen Kloten und den SCL Tigers. Kloten macht wieder einen Platz gut, ist jetzt dort auf Rang 9. Gibt es irgendetwas, was für dich raussticht, Alex, wo du sagst, das erstaunt mich? Ja, es erstaunt mich sicher, dass Kloten eben in dem breiten Mittelfeld sich hartnäckig kann halten kann. Dass Aschua gerade so abgeschlagen ist, überrascht mich gleich ein bisschen. Und nachher ist noch Lausanne und Lugano, wo man nicht so recht weiss, in welche Richtung dass es dort geht. Aber auch bei denen ist noch alles möglich. Sie müssen jetzt einfach anfangen zu punkten. Und dann sind sie relativ nahe wieder in diesem Mittelfeld drin. Anschau gegen Genf, wo heute unser Wochenspiel war. Und ein neues Spiel der Woche gibt es am nächsten Sonntag. Am Sonntag ist etwas vor. Die HC Davos gegen Fribourg-Gottéron. Also Davos gegen Gottéron gibt es in der Woche auf MySports 1 und auf TV24. Und immer am Sonntag wählt ihr daheim euch ein Highlight der Woche auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben eine Auswahl geliefert und ihr habt euch für diese Szene hier entschieden. So, Zwerge. Der kassiert hier noch einen Zweier. Das war völlig unnötig jetzt von Dominik Zwerger. Der will hier für seine Mannschaft einstehen, zieht die Handschuhe aus und liefert sich jetzt eine NHL-mäßige Prügelei hier. Zwerger hier völlig übermotiviert gegen Vuardou. Ja, Ambri ist bemüht hier irgendwas zu kreieren. Hit, Grassi, Tor!
aus fast nichts macht Ambri hier das zweite Tor. Ich wollte eben sagen, Ambri versucht zu kreieren, aber es gelingt nicht. Und dann trifft Grassi. Das ist ein Wadenbeißer-Tor. Virtanen mit dem Superpass. Pestoni, Tor! Also Pestoni, der kann Tore schießen. Aber Jesse Virtanen, der kann Pässe spielen. Eiskalt. Nerven aus Drahtseil. Und Inti Pestoni, wenn der eine Reaktion im Gesicht zeigt, dann ist was Außergewöhnliches passiert. Juvonen und jetzt Spacek, Klapik, Tor. Philipp Klapik macht den Deckel drauf. Ambri schlägt die Lakers mit 4:2. Da gibt es endlich wieder mal La Montanara. Ja, eigentlich allein wegen der La Montanara könnte man sich schon immer für Ambri entscheiden. Aber Alex, sag noch schnell, hat der Dominik Zwerger, können wir so weit gehen, mit seinem Infight quasi seiner Mannschaft wieder das Leben eingehaucht, das sie gebraucht hat, um das Spiel noch zu kehren? Es hilft, oder es kann ab und zu sicher helfen, gerade wenn sie so ein bisschen vor sich her plätschert und man irgendwie nicht so ins Spiel kommt, kann es so etwas mal helfen oder einfach so schauen, ein super Shift von einer Linie, ist durchaus möglich, dass das näher der Zünder ist gewesen. Also, danke vielmals. Auch für die Merci letzte auch. Einschätzung. Schön, bist du da gewesen, Alex. Und ich habe gesagt, das Spiel der Woche ist am nächsten Sonntag Davos gegen Freiburg. Es gibt aber schon vorher ein Hockey-Studio, beispielsweise nächsten Freitag, dann mit dem Live-Spiel SCL Tigers gegen Biel. Und wenn ihr für heute oben noch nicht genug Hockey habt, dann empfehle ich noch, umzuschalten auf MySports 4. Dort gibt es noch NHL-Hockey. Dort gibt es noch Partie Winnipeg gegen Anaheim. Auch dort dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Habt noch Sorge. Ade zusammen.